Ein weiteres Projekt, das ebenfalls internationale Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, war unser Livestreaming eines Klavierwettbewerbs namens Concours Gesa-Anda in der Tonhalle Zürich. Wir hatten über 20.000 Zuseher, unter anderem aus den Ländern Südkorea, Russland oder auch Japan. Der Concours Gesa-Anda ist einer der weltweit anerkanntesten und anspruchsvollsten Klavierwettbewerbe und wir haben die Kandidaten von der Vorselektion bis zum Finale begleitet bzw. deren Auftritte ins Netz gestreamt. Diese sind auch immer noch online verfügbar. Man kann eben sagen, es ist Fernsehen im Internet. Und um den Wettbewerb entstanden dann auch noch Interviews, Beiträge sowie Reportagen und auch diesen komplett neuen, frischen Auftritt für den Concours, wie ihr sämtlich seht. Ganz genau. Und dabei waren wir auch unser eigenes Produktionsteam. Das heißt, wir haben die ganze Kameratechnik, die Regie, den Live-Schnitt, die Webseite und natürlich auch das Bespielen der Social-Media-Kanäle selbstständig und nach eigenem Ermessen erarbeitet.